Takien, hier ist Steven von The Brain Pro mit Jan von The Brain Pro. Und wir sind hier auf dem Kanal, glaube ich, von Team Bubble Tea. Bin ich mir ziemlich sicher, zu 5%. Zu 7000. Und er hat uns eingeladen zu einem kleinen Interview, also Anführungszeichen Interview. Er hat uns 10 Fragen gegeben, die wir uns aussuchen sollten. Nein, wir von 15. 15. Ja. Und davon, die beantworten wir jetzt und wir sind hier auf seinem Channel. Und mal sehen, die erste Frage ist, wer bist du? Das ist privat. Nächste Frage. wer bist du? Ist das jetzt so real-life-mäßig gefragt oder ist das mehr so... Ich weiß es nicht. Wer bin ich in meinem Inneren? Ich bin innerlich ein Wrack. Und ich bin Brigitta. Brigitta macht Kaffee zum Genuss. Ja, wer bin ich? Ich sag mal, das heißt real-life wahrscheinlich. Oder? Yeah. Keine Ahnung, ich glaube schon. Also, ja, ich bin der Steven. Ich von The Brain Pro. Ich bin 10 Jahre alt und mache im Moment Schule demnächst. Und meine Hobbys sind Yu-Gi-Oh! Und YouTube. Und manchmal bin ich tapfer und kombiniere die beiden Sachen. Und glaub, Alter, so. Nein! Ich weiß. Im Ernst? Okay. Ziemlich babo. Wer bist du? Also wer bin ich? Ich bin Jan von The Brain Pro. Diese Frage ist ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, ich bin auch 7 Jahre alt. Ah, okay. Und ja, also keine Ahnung, aber ich studiere momentan Ich studiere momentan Architektur. Und was architektiert man da so? Da entwirft man. Ah, okay. Man kreiert. Und wann kommt das Architekten? Das kommt dann, wenn es soweit ist, dass Ach so. Es kommt. Okay. Ja, ich bin jetzt auch im dritten Semester, weil ich cool bin. Und was macht man noch so? Ja, meine Hobbys sind natürlich ganz klar Pokémon spielen. Ja, stimmt. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich spiele sehr gerne Cardfight Vanguard. Ich auch. Das weiß niemand, was das ist. Und das Magic. Und ab und zu lerne ich auch mal. Ab und zu? Ja, nee, und dann noch halt zeichnen. Spiele gerne an mir rum, so. Ich meine, an meinen Gameboys, die ich zu Hause habe. Ja. Das sind meine Familie, so. Deswegen bin ich das. Okay, nächste Frage. Alles klar. Wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Also, ich bin zum Yu-Gi-Oh! Stand und dann bin ich zu Yu-Gi-Oh! Gekommen. Der war so. Ich geh jetzt. Ciao. Ja, ich meine, bei mir natürlich durch die Serie. Ich meine, wie alt war ich? 6 oder 7, keine Ahnung, im Fernsehen auf RTL 2, die guten alten Zeiten, wo noch nicht Berlin Tag und Nacht lief und Köln 50 Millionen 30, liefen dann noch Animes, da lief dann auch Yu-Gi-Oh! Dann ist so, boah, ist das cool, das ist so Karten. So. Und dann habe ich mir, glaube ich, von meinen Eltern gewünscht, das Pegasus Starterdeck, hab das dann bekommen, da waren gute Karten drin, wie Höllenwesenpuppe, Fallgrube vielleicht, glaube ich. Oh, nee, aufgegeben, ja. Richtig gute Karten. Yeah. Und dann ab da habe ich mir dann immer mal uns, dieses Deutsch, bei uns in der Stadt, im Lädchen, das haben wir früher Lotto-Totto genannt, weil wir Hurensöhne waren. das bitte ausbiepen. Und da habe ich mir immer so Einzelkarten gekauft, weil die hatten die da rumliegen. Und das waren natürlich auch alles Scheißkarten, ohne Ausnahme. Aber ich war ein kleiner, dummer Junge, ich wusste nicht, wie gut die sind. Und da habe ich langsam gespielt mit Yu-Gi-Oh!, hab dann auch so ein paar Gameboy-Spiele gespielt und dann. Ja. Heute bin ich The Brain Pro. Du bist Steven von The Brain Pro. Stimmt, ja. Nein, du bist gefeuert. Bei mir ging es halt genauso über die Serie. Habe ich damals. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, auch so. Ah, immer noch 7. Achso, ja, stimmt. Ja. War ja letztes Jahr. Oh. Nein, aber. Ich komme auch so auf die Serie zu und da dachte ich mir so, ja, richtig gut. Und. Dann einfach die Karten so gekauft und von wo? Von dem Laden, dem Lädchen, dem Lädchen, Dorf, in unserem super Bauerndorf, Bauern-Megadorf. Ja, hier werden noch Frauen verachtet und Schwule gehasst. Ja, damals haben wir immer noch. damals haben wir dann immer, wenn Pinguin-Soldat geflippt worden ist, Book of Moon und das negiert dann nichts. War richtig gut, also das waren schon richtig lustige Zeiten. Wenn man so zurückdenkt, lacht man einfach nur. Und ja. Ich glaube, wir haben auch gleichzeitig Frage 3 beantwortet, mit wie lange spielst du schon Yu-Gi-Oh! Beziehungsweise seit wann? Yeah, also glaube ich. Seit ich so 6, 7 bin, habe ich es gespielt. Natürlich gab es auch große Pausen dazwischen. Jetzt. Und
Wie lange haben wir jetzt, wir waren damals beim Rewe und haben uns vorgenommen, wir spielen Yu-Gi-Oh! Und das ist jetzt wie lange das her? Das war bei mir zu Hause, da hat es geschneit, da war es Winter. Da habe ich so gemeint, lass uns wieder Yu-Gi-Oh! Spielen. Nee, ein anderer Kollege von uns hat gemeint, lass zum Rewe gehen. Ja. Also war er quasi der Grund dazu? Nee, lieber nicht. Ah, okay. Und das war Februar 2013, glaube ich. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann haben wir wieder angefangen, gekauft. Stimmt. So Lost Sanctuary Starter Deck und sowas. So richtig schlechte Karten. Damit haben wir angefangen. Dann, oh mein Gott. Ich habe Zombie gespielt und egal. Ja, dann Buch des Mondes, Pinguin Salat. Ja. Die nächste Frage. Ja, lies sie doch mal vor. Welche waren das jetzt? Die zweite, ne? Fünf. Oh, die fünf. Ja, wir haben die hier falsch nummeriert. Das alles wir klar. Haben Frage 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15. Das sind unsere 10 Fragen. Was sind unsere Lieblingskarten? Also deine. Unsere Lieblingskarte. Karte? Eine einzige. Ja, eine einzige. Ach, wenn nur eine, ne? Nur eine, ja. Das ist nur eine einzige. Begrenzend, also auf 1. Meine Lieblingskarte. Im Moment würde ich sagen, einer meiner Lieblingskarten ist Dark Rebellion Xyz Dragon. Echt? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Die Karte gefällt mir einfach ziemlich geil. Ich meine, der Name ist schon mal ziemlich krass. Dann das Artwork ist ziemlich cool. In der Serie ist die Karte auch ziemlich geil. Und der Effekt ist natürlich auch ziemlich cool. So einfach so vom Gegner was halbieren, das dazu bekommen und das für immer. Das kann Spiele gewinnen. Ich mag die Karte voll. Deswegen würde ich sagen, im Moment ist es diese Karte. Weil ich versuche, die immer ins Extra-Deck reinzubekommen, wenn ich Platz habe. Das ist ganz cool, ja. Und deine Lieblingskarte, die einzige, die du nennen meine darfst. Meine einzige Lieblingskarte. Boah, das ist so schwer. Dark Rebellion Xyz Dragon. Das wird so sein. Nein, aber ich habe. Momentan ist es Winder. Winder. Okay, raus hier. Interview beendet. Danke fürs Zusehen. Einfach so vom Artwork her. Das ist einfach so die beste Karte, die mir einfach so zusagt. Ich finde die ziemlich cool. Ja. Darum. Winder. Geht auf TCG-Market und kauft alle. Ja, bitte, kostet 120 Cent. Ja. Mindestens. 15 Euro geht die, glaube ich, gerade. Oh, das ist mehr als 20 Cent. okay. So. Lieblingsdick. Dick. Ist Jans meiner. Ist mein Lieblingsdick. Ja, und das umgedreht auch. Lieblingsdeck. Momentan würde ich sagen, ich spiele. Ich kann mich nicht auf eins reduzieren. Ich spiele im Moment sehr gerne Yang Xing auf Death Pro. Und Skull Servant spiele ich ganz gerne. Und auch ganz gerne Performer Pearl. Mit den neuen Karten und so, die rauskommen. Oder rausgekommen sind, keine Ahnung. Sowas mit Skull, Crobat und Acrobat und so Schmuck, ne? Ja, gut, das ist so, ja. Mein Lieblingsdeck, da kann ich einfach nicht. Das ist Zombie. Du bist so ein Hipster. Das ist einfach so. Ich habe dann mit dem Deck angefangen damals und seitdem. Ist es, auch wenn Shadol jetzt halt das Deck ist, was ich momentan spiele, aber Shadol ist. Wer mag schon Shadol? Tief in meinem Herzen. Tief, ganz tief. Niemand so mag tief, dass es tief ist. Ja. Alles klar. Die nächste Frage. So, was magst du an Yu-Gi-Oh? Die Karten. Ja. Nächste Frage. Was. Weil, was mache ich an Yu-Gi-Oh? Ich glaube, es ist halt. Die simple Spielmechanik, würde ich so. Es ich weiß, ist ziemlich simpel, ja. Es hat irgendwie. Ich weiß, ich finde den Gedanken, wenn man so Magic sieht, ein bisschen mit dem Tappen und was weiß ich, und Zaubersprüche lernen, Gegner und keine Ahnung. Ich habe schon Magic gespielt, es ist komplizierter als Yu-Gi-Oh! Wenn man mit Yu-Gi anfängt und dann zu Magic geht, kann man es schon ein bisschen schon spielen. Es ist schon da dabei. Es sind sich schon ähnlich, die beiden. Aber was ich an Yu-Gi-Oh! Mag, ist einfach, ich glaube, ich habe einfach als Kind damit angefangen, jetzt spiele ich es immer noch, weil es einfach Spaß macht. Ich bin ich damit aufgewachsen. Bei mir genauso. Aber Yu-Gi-Oh! Staffel 1 ist die allerbeste, alles andere ist scheiße. Hashtag Fanboy, Hashtag Generation 1 ist immer nur das Beste. Aber ich fand Generation 1 schon, also war schon gut. Ja, aber trotzdem. Okay. Arc 5 ist trotzdem geil und 5Ds ist geil und 6al war auch ganz cool zum Ende hin. Aber nee, alle Fanboys so, ist alles kacke. Das ist so richtig off-topic gerade. Was magst du an Yu-Gi-Oh! Jan? Ja, dasselbe. Also, ich meine, ich habe die Serie damals gesehen und das ist, glaube ich, schon so ein extrem krasser Bam! Bam! Zu sagen, ja, man mag Yu-Gi-Oh! Aber auch die Spielmechanik ist relativ cool mit dem Backrow und Monster und Pendel und Deck. Vor allem Pendel ist ziemlich gut und nicht unfair, deswegen. Ja. Was hast du an Yu-Gi-Oh! Da kommen wir jetzt zu Pendel und so. Obwohl ich immer noch finde, dass Pendel nicht so schlimm ist, wie alle gehofft hatten oder befürchtet hatten, bevor es rauskam, wo es veröffentlicht wurde, finde ich trotzdem, dass manche Sachen in Yu-Gi-Oh! Sind einfach viel zu stark. So, ich meine, wenn man sich anguckt, so Clifford oder
keine Ahnung, das neue Magier-Themendeck. Ja, viele neue Decks sind ziemlich stark. Ich meine, ich weiß, warum die stark sind, weil damit die auch verkauft werden und so, damit Leute die kaufen und spielen. Damit Konami auch Geld macht mit dem Spiel, weil sonst würde es nicht mehr weitergehen, das Spiel, wenn sie kein Geld machen würden damit. Deswegen ist das Pflicht, dass die Karten immer besser werden und halt, ja, halt klar. Aber trotzdem finde ich es doof, manchmal. Oder wenn man einfach mal spielt und der Gegner hat einfach alles und man selber hat einfach gar nichts. Es ist halt, Yu-Gi-Oh! Ist ein Glücksspiel. Also ein Spiel mit Glück, will nicht, kein Glücksspiel. Ja. Ist nicht illegal ab 18. Illegales Glücksspiel. aber trotzdem, manchmal hat man einfach gar nichts und der Gegner hat alles. Das halt, dann sitzt du da und denkst dir so, oh, ich hab keinen Bock mehr. Tisch umwerfen. Was hast du an Yu-Gi-Oh? Clifford. Also gut, nächste Frage. Okay. Was würdest du an Yu-Gi-Oh! Ändern? Was würde ich ändern? Ich würde so Spam-Decks ändern. Oder ich würde versuchen, das Spiel langsamer zu machen. Weil irgendwie heute jedes Deck ist Boom, OTK, FTK, was weiß ich, K. Ja, das ist. Und ein Spiel geht zwei Züge, dann hast du schon verloren und dann. Ich würde auch versuchen, so die Liste anzupassen. Zum Beispiel, kannst du dich an das Format erinnern, also das, ich weiß nicht, das zweite oder dritte Format mit Necros, wo sie Preparation auf 3 hatten und alles ist da eskaliert und sie haben sich gesucht. Oder jetzt auch mit Clifford mit 3x Sacrify und 3x dem, dass Konami einfach vorher mal guckt. Beste Beispiel E-Dragon-Format mit Judgment und so, ne? Ich aktiviere 4000 Karten und zoome in der Endphase 4000 Karten auf meine Hand, dann gebe ich dem Gegner Kartenzerstörung und er hat verloren. Nee, aber so. Das ist ziemlich gut. Keine Ahnung. Ich finde so, dass sie da ein bisschen mehr drauf achten sollten oder es öfters abändern sollten. Was weiß ich, keine Ahnung. Aber dass man das so ein bisschen in Grenzen hält, dass nicht alles eskaliert und. Ja. Naja, obwohl die nächste Liste eigentlich kommt. Obwohl jetzt im Moment sind Listen ja immer alle 3 Monate. Ja, ja, klar, aber. Wenn Konami Tesige nicht wieder zu spät ist wie dieses Mal. Wir brauchen mehr Zeit. 16 Tage und was waren Veränderungen drauf? 7 oder so, weiß ich. Keine Ahnung. Und dann hat es nicht mal irgendwas großartig eingegrenzt. Ja. Wo dann jeder so dachte, oh mein Gott, mein. Oh, wir müssen die Kette arm. Verbannen, oh mein Gott. Oh ja. Und dafür haben wir 16 Tage gebraucht, um das zu entscheiden. Nee, wir müssen. Wir brauchen 16 Tage Zeit, verbannen erstmal Jin und dann auch noch Kette. Weil das Sinn macht. Weil wenn Jin weg ist, dann. Ja, Kette ist halt einfach zu OP. Ich meine, es ist einfach. Stellt euch vor, ihr. Nein, also es geht dieser nicht. Einfach eine Monsterkarte vom Deck auf. Nein. Oder jede Karte. Zum Fallkarten gehen auch, ne? Ja. Das ist ziemlich gut. Ach, stimmt, also wie gesagt, das wird den Yu-Gi-Oh! Ändern. Nächste Frage. Was ist deine wertvollste Karte? Ich hab so gut wie keine Karten eigentlich. Ich hab meistens nur Comments und so, die ich von irgendwo hab oder mal, die wir aus Displays gezogen haben. Ja, weil meistens. So ein paar Decks in. Ja, aber davon ist nichts wirklich teuer. Ich meine, wenn wir meistens Display kaufen, oder das heißt meistens, wenn wir Displays kaufen und Openings machen, dann verkaufen wir meistens alles Teure wieder, weil wir wollen Plus machen. Eigentlich wollen wir oder, das andere Display dann wieder kaufen. Ja, wir wollen dann wieder das Geld reinbekommen, um das nächste Display zu kaufen, was halt Sinn macht, damit wir wieder ein Video machen können. Ja. Deswegen habe ich meistens keine wertvollen Karten. Ich glaube, das Wertvollste, was ich habe, sind meine Laval-Kette, die ich auf der DM gekauft habe. Nein, stopp, da dein Ark. Und Dark Rebellion. Ja, stimmt, dann ist doch da. Und die waren beide jeweils 15 Euro auf der DM. Und die Kette ist jetzt verbannt und das rentiert, würde ich sagen. 15 Euro, die sich gelohnt haben, würde ich sagen. Ja, und das sind meine besten, wertvollsten Karten, glaube ich. Ich habe nicht wirklich wertvolles Zeug. Weil, wie gesagt, ich spiele auch meistens nur so nicht teure Decks, weil ich sie mir einfach nicht leisten kann. Deswegen habe ich auch nicht wirklich teure Karten. Ich hatte mal Deneps 3 Stück, glaube ich. Für jeweils 20 Euro Money damals oder so. Das ist eigentlich ein komplettes Artella-Deck. Hast du es aber verkauft? Ja, weil das mir dann so scheiß langweilig wurde, immer nur so. Das Deck ist doch sau cool. So, was ist denn deine Wertvollste? Ja, also meine Werte. Keine Ahnung. Ich. Ein Bild. Für 2 Euro. vielleicht. Das ist meine wertvollste Karte. UR Rebounder. Keine Ahnung. Was habe ich denn an wertvollen Karten? Ich habe Shadol. Konstrukt. Anoma Lilith. Ich meine Anoyatilis TCG. Ja. Die war 30, ich weiß, oder? Ich glaube, die geht als gerade 18 Euro oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Ach genau. Ach so, ja. Aber damals war die so 30 Euro und so. Ja, aber habe ich noch irgendwas anderes? Vielleicht ein dunkler Paladin, der geht so 30, 35. Die uralte Yugi-Fusion, die ich mir damals, ich glaube, die habe ich geschenkt bekommen. Das ist von einem Friend. Ich glaube, das war so. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, Gedächtnis ist so Sieb-Modus.
Ja, das ist unsere Werfhausenkarten. Letzte Frage. Dein bester Moment in Yugi. Das muss einfach das sein, was wir schon angesprochen haben. Pinguin-Soldat, Buch des Mondes. Ja. Die Story ist echt, die Story ist echt super witzig. Das war in dieser Anfangszeit 2013 wieder. Da haben wir uns zusammen hingesetzt, immer mal wieder bei einem Kumpel haben gespielt. Und wir haben, ich glaube, das war ein Tag-Duell haben wir gemacht. Ja. Und wir waren richtig unerfahren, aber einer von uns war noch unerfahrener. Der ist unerfahren. Das war so ein Nebenkumpel, also unwichtiger Nebencharakter. Ja, so ungefähr. wir hatten ein Tag-Duell gemacht. Er hatte gesetzte Karte, war Pinguin-Soldat. Oder, nee, ich glaube, der Gegner von ihm hatte einen Pinguin-Soldaten, glaube ich. Und er deckt den auf, Effekt aktiviert sich und dieser Typ macht einfach Buch des Mondes auf Pinguin-Soldat und setzt ihn wieder. Effekt geht trotzdem durch natürlich und er konnte ihn nächste Runde wieder flippen und dann nochmal Effekt bekommen. Das war einfach... Aber das viel lustiger war dran, er war einfach fest davon überzeugt. Wir haben wirklich eine halbe Stunde darüber diskutiert, dass das nicht annulliert. Und daher auch dieser Witz ab und zu, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dann immer mit dem, ja, Book of Moon negiert Pinguin-Soldat. Ah, oder Book of Moon negiert Pinguin-Soldat, das haben wir schon, glaube ich, schon so oft gesagt. Das haben wir so oft schon gesagt. Das ist einfach, das ist der beste Moment. Oder derselbe Typ hat mal gemacht, er hat Raiko angegriffen, dann wurde Raiko aufgeflippt und er wollte ernste Warnung machen, weil das war ja eine Flippbeschwörung. Das ist so grau. Ja, das sind so ein paar Momente im Yu-Gi-Oh! Die besten. Ja, da werden wir heutzutage ist eher alles so. Ha, das, zweite Runde OTK. Ja, ich ja, finde das so gut. Super gut, ja. Oh. Hashtag Cosmo. Hashtag Norden. Du meinst Norden? Norden. Ja, und ich würde sagen, das sind alle Fragen, die wir beantworten können oder wollen oder freiwillig sind zu beantworten. Ja. Ja, dann. Hier auf Team Bubble T. Okay. Der peinliche Moment. Stille, peinliche Moment. Peinliche Stille. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Interview. Und ja, wir sind The Brain Pro. Ich hoffe, wir sind in der Beschreibung verlinkt, weil das wäre nur fair. ja, also wir labern immer dumme Scheiße, also ja, wundert euch nicht. Kommt vorbei. Bis dann. Also das war Steven von The Brain Pro. Das war Jan von The Brain Pro. Bis dann. Und ciao. Oh. Oh.